Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Und in diesem Video möchte ich mir mit euch mal alle 23 Spezies von dem Early Access Release des Spiels anschauen. Der ist ja gestern rausgekommen und damit sind auch einige neue Spezies released. Und wir schauen uns natürlich die alten an, die es schon im Spiel gab, vorher in der Beta und sowas. Und natürlich auch die, die jetzt neu hinzugekommen sind. Und es sind 21 hier drin, also 21 große Dinosaurier und Säugetiere. Und zwei kleine fliegende Urzeitlebewesen. Ich würde sagen, wir fangen aber hier an. Also es sind wirklich richtig viele. Wir gehen auch direkt hier oben, fangen wir an und beeilen uns ein bisschen, weil sonst wird das Video zu lang. Da haben wir den Torvosaurus. Der sieht echt cool aus. Die unterscheiden sich natürlich dann männlich-weiblich immer so ein bisschen von der Farbe, aber das gehe ich jetzt nicht alles durch, das dauert sonst zu lang. Wir gehen da einfach mal die Unterarten durch, würde ich sagen. Weil die unterscheiden sich dann teilweise auch vom Körper. Der hier hat zum Beispiel keine Stacheln. Ich würde sagen, davon lassen wir jetzt mal zwei frei. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass meine Gehege hier ein bisschen zu klein geplant sind. Habe ich irgendwie unüberschätzt oder unterschätzt, eher gesagt. Ich meine, wenn die schon so groß sind, die Torvos, was machen wir gleich, wenn wir einen Brachio oder sowas freilassen? Aber die sehen schon cool aus, ne? Mittlerweile sehen die Animationen auch schon sehr, sehr gut aus, finde ich. Wir können auch mal schnell hier noch Fressen reinmachen. Aber ich will, wie gesagt, jetzt auch nicht zu viel Zeit hier pro Spezies halt verschwenden. Aber ich muss sagen, diese Version gefällt mir ein bisschen besser mit den Stacheln. Da gehen wir mal direkt zum nächsten. Der nächste ist der Acrocanthosaurus. Boah, der sieht auch heftig aus. Auch so richtig bullig. Gefällt mir gut. Okay, das sind alles die gleichen Unterarten. Also ich habe jetzt mal ein bisschen darauf geachtet. Sind nur verschiedene Skins. Aber der Agro ist nochmal ein ganzes Stück größer. Ich hoffe, die kriegen sich gleich nicht in die Haare. Aber die Zäune sind halt sehr, sehr niedrig. Gucken sich auf jeden Fall schon an. Der Agro ist mega gut. Finde ich noch ein ganzes Stück cooler als den Torvo. Oh, er ist ausgebüxt. Oh mein Gott. Das klappt ja hinten und vorne hier nicht. Und der andere legt sich ins Fleisch schlafen. Ja, let's go. Gar kein Problem. Das ist aber schon cool, dass die Animationen so gut funktionieren. Kommst jetzt aber hier wieder rüber. Acrocanthosaurus, the high-spined lizard. An apex predator and a good one at that. Der nächste ist der Tyrannosaurus Rex. Den kennen wir ja schon. Da gibt es halt auch eine Fellvariante, die sehr cool ist. Oh, der Hautlappen hier ist, glaube ich, aber neu, oder? An den konnte ich, oder kann ich mich irgendwie nicht erinnern, dass der da war. Oh, der büxt auch direkt wieder aus. Perfekt. There it is. The one and only King of the Tyrant Lizards. Das ist aber cool, dass der jetzt zu allen Dinosauriern auch einen Text sagt. And yet somehow even scarier. Was war das jetzt gerade mit dem Fuß? Take a good look at those arms. Each arm is a meter long, can hold almost 200 kilos and ends in razor sharp claws. Und dann haben wir als nächstes den Deinocheirus. Der ist sogar sehr interessant, weil der Pflanzen und Fisch frisst. Und der hat natürlich auch sehr cooles Fell. Oh, hier gibt es auch eine Variante ohne Fell. Der Deinocheirus ist ja auch riesig. Ist einfach größer als der Rexy. Oh, jetzt frisst er sogar. Cool. Das scheint doch zu funktionieren, wenn sie dann Hunger haben. Gut zu wissen. Ja, und auch der sieht richtig cool aus. Ich mag das ja, dass es in dem Spiel so richtig coole, gefiederte Dinosaurier gibt. Das Fell sieht auch echt nice aus. Und jetzt geht's zu den Sauropoden. Das wird jetzt auch interessant, weil die so riesig sind. Der Camarasaurus ist ja eher noch einer, der ein bisschen kleiner ist. Supremus.
Das ist ja eine coole Unterart. Oh, die nehmen einfach fast das ganze Gehege ein. Ich will gar nicht wissen, was gleich ist. Oh, der Unterschied ist aber enorm. Okay, krass. Also die Unterarten sind dann auch von den Größen her komplett anders. Der ist ja viel riesiger hier. Der sieht aber auch echt cool aus. Den hatten wir aber, glaube ich, auch vorher schon in der Beta. Der hat mittlerweile auch gute Sounds, die Dinosaurier. Und jetzt wird es noch größer mit dem Brachiosaurus. Da gibt es aber nur eine Unterart, also es sind nur verschiedene Skins. Alles klar. Mal gucken, ob wir den hier noch hinbekommen. Das sieht schlecht aus. Da müssen wir nochmal ein Soundstück entfernen. Dann geht mein Plan wohl nicht auf. Aber der ist einfach zu groß. Aber die sind trotzdem unterschiedlich groß. Obwohl das die gleiche Unterart ist. Also die scheinen sich trotzdem ein bisschen zu unterscheiden. Der hat auch einen viel dickeren Hals hier. Und auch beides Männchen. Aber ich stelle mir das ja krass vor, wenn man die dann im Park hat, was man dafür riesen Gehege bauen muss. Weil dieser Eingang hier ist ja schon riesig. Und der ist halt im Vergleich zu dem Brachio nicht wirklich groß. Also da müsste man halt wirklich so ein riesen Gehege bauen. Boah, das wird viel Arbeit, wenn man Sauropoden im Park unterbringen will. Und ich glaube, jetzt wird es noch größer. Hier sieht man auch als Vergleich den oder das Männchen hier. Das ist nämlich der Argentinosaurus. Das sieht ja cool aus mit den Stacheln hier hinten. Aber auch alles die gleichen Unterarten. Der ist tatsächlich nochmal eine Nummer größer im Vergleich zum Brachio. Oh. Ja, die büchsen ja alle aus bei den kleinen Zäunen. Ist egal. Wird das hier später chaotisch sein? Kann man nichts dran ändern. Ich habe es mir eigentlich hier schön geordnet vorgestellt, aber daraus wird, glaube ich, nichts. Hätte ich größere Zäune nehmen müssen. Der Argentinosaurus sieht ja auch richtig cool aus. Also das mit diesen Knochenplatten oder Stacheln oder was auch immer das ist, das gefällt mir richtig gut. Ist, glaube ich, mein Favorite von den Sauropoden. Einfach, weil ich den Brachio und den Camara schon so oft gesehen habe. Den Argentino so in einem Spiel eigentlich noch gar nicht. Vor allem nicht mit diesen coolen Platten da hinten drauf. Und der nächste ist ein kleiner, süßer Pflanzenfresser, der gerade mal hier bis zum Bauchnabel ungefähr geht. Nämlich der Dryosaurus. Oh, den gibt es auch mit Fell, das ist ja cool. Oh, guckt euch mal den Vergleich an. Ich platziere den jetzt einfach mal hier zu den Argentinos. Der ist halt einfach mega winzig. Dieser Größenunterschied. Krass. A Dryosaurus. Aber der sieht auch echt cool aus, gerade mit dem Fell, das sieht nice aus. Der ohne Fell ist aber auch süß. Der hat mega die coole Farbe. Und dann haben wir hier den Iguanodon. Das ist natürlich besonders auffällig, hier diese Kralle vorne an den Vorderläufen. Der Daumen sozusagen. Schön, dass das eine Gehege wieder leer ist. Nehme ich das doch einfach mal. Den Iguanodon. Aber hier sind noch ein paar Kothaufen drin. Und als nächstes haben wir einen Besucherfavorit, nämlich den Parasaurolophus. Viele mögen den und der hat auch hier zu Recht 5 Sterne. Und da gibt es auch verschiedene Unterarten und die unterscheiden sich sogar enorm. Dieser Knochen hier hinten auf dem Kopf ist hier zum Beispiel viel kürzer. Die kommen jetzt einfach mal hier mit rein. Oh, die sind ja größentechnisch auch wieder krass anders. Der ist ja viel größer. Sieht aber auch echt cool aus. Die wirken echt schon recht lebendig, die Dinosaurier. Also mit Jurassic World Evolution kann man es natürlich noch nicht vergleichen. Und das hier ist der Edmontosaurus. Den haben wir, glaube ich, vorher auch schon mal gesehen. Auch hier ist der Größenunterschied wieder krass.
Aber die Dinosaurier, die wir schon kannten, die will ich jetzt auch nicht zu lange begutachten. Sonst wird das Video viel zu lang. Und als nächstes haben wir den Lambeosaurus. Der ist auch schon etwas länger im Spiel. Den kannten wir auch schon. Oh, und jetzt kommen wir zu einem ganz kleinen, nämlich dem Cetacosaurus. Den kennen wir ja schon ganz gut von The Isle. Da war das ja immer so ein Beutetier. Was sehr laute Sounds immer gemacht hat. Also ich bin mal gespannt, ob der hier auch so laut schreit. Ich finde es aber cool, dass der hinten da auch diese Federn hat. Bei der einen Variante hat er keine hinten. Aber der Kopf sieht ja auch interessant aus. Bisschen aus wie so ein kleiner Drache. Oh, ist der süß. Wieder so winzig. Im Gegensatz zu dem Lambeo. Oh, ganz schön schnell. Was halt noch ein bisschen schade ist, dass die keine Interaktion untereinander so richtig haben. Also ich glaube, so Sozialisierungsanimationen oder so gibt es leider noch gar nicht. Aber das ist der erste Dinosaurier, den wir freigelassen haben, wo der Zaun von der Höhe her passt, glaube ich. Wobei bei einem Dryo hätte es vielleicht auch noch funktioniert. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren kleinen süßen Dinosaurier, nämlich dem Protoceratops. Der geht auch gerade mal hier bis zur Hüfte. Solche sind eigentlich auch ideal für den Parkanfang so, würde ich sagen, in so einem kleinen Minigehege. Schön nah an den Besuchern dran. Und der ist ungefähr gleich groß wie der Cetaco. Den hatten wir aber auch vorher schon mal gesehen. Sprintet hier auch direkt süß los. Oh, was ist das denn? Haben wir selbstmordgefährdete Gäste hier? Ich wusste nicht, dass es das Feature im Spiel gibt. Und dann haben wir den Nasutoceratops, den Styracosaurus, den Parirhinosaurus. Der hat auch eine sehr coole Fellvariante. Und den Triceratops haben wir noch. Ich glaube, das ist der einzige, den wir vorher noch nicht hatten, oder? Deswegen habe ich die anderen jetzt einfach mal alle gleichzeitig ausgebrütet. Oh, das ist aber cool. Hier sind die Hörner ein bisschen anders geneigt. Also ich glaube, den hatten wir vorher als einzigen noch nicht von den Ceratopsen. Oder Ceratopsidae heißen die ja, glaube ich. Der gefällt mir aber gut. Sieht mega gepanzert hier aus. So ein bisschen wie so ein Armadillo. Das hier ist der Nasutoceratops. Ist ja viel kleiner als der Styraco. Mach ich den hier auch mal rein. Ja, ich mach's jetzt nur so schnell, weil wir die alle halt schon vorher hatten und schon mal gesehen haben. Das hier ist der Parirhino. Da mag ich die Fellvariante echt richtig gerne. Sieht so cool aus. Die Dinosaurier sind aber auch alle sehr detailreich. Sind alle richtig nice schon aus. Und der Triceratops ist echt groß. Also der kann sich auf jeden Fall zur Wehr setzen gegen so einen großen Apex Predator. Da bin ich mir sicher. Schau mal, wie riesig der ist. Und der ist auch mega bullig. Diese Hörner sind einfach so groß wie von einem Menschen, oder? Oder wie so ein Mensch, nicht wie von einem Menschen. One of the most recognizable and largest dinosaurs of its kind. Und jetzt kommen zu guter Letzt noch die Säugetiere. Da haben wir einmal das Mammut. Das hatten wir vorher auch schon mal gesehen. Boah, da ist der Größenunterschied ja auch krass. Aber das sieht auch so cool aus. Ich finde, das Fell ist den Entwicklern wirklich mega gut gelungen. Sieht so nice aus. Oh, sorry. Aber kurz so ein Ladeleck. Der kann auf jeden Fall gut tröten. Dann haben wir hier das Wollnashorn. Oder Coelodonta. Sieht auch cool aus.
auch ganz schön bullig. Ist einfach fast so groß wie so ein Caririno. Und dann haben wir hier den Smilodon, den Säbelzahntiger oder die Säbelzahnkatze. Also irgendwie ist es jetzt hier mit den Gehegen noch aufgegangen. Auch wenn ich das irgendwie chaotisch gemacht habe. Auch richtig cool aus. Ich finde es halt auch krass, wie detailliert die sind. Guck mal, wie nah man da ran kann. Man sieht jedes einzelne Haar. Also die Models von den Tieren sind wirklich insane. Und auch ultra hochauflösend. Oh, da haben sich die Entwickler so viel Mühe gegeben. Und ich muss echt sagen, dass keines von diesen ganzen Urzeitlebewesen, was wir uns bis jetzt angeguckt haben, irgendwie doof aussah oder so. Die sehen alle so hochauflösend auf. Der hier läuft mitten in den Leuten rum. Perfekt. Zwei haben wir aber noch. Nämlich hier in den Käfigen. Da haben wir einmal den Mikroraptor. Den kennen wir ja schon. Jetzt einmal reinfliegen, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns den nochmal an. Wenn ich raufklicke, redet er wahrscheinlich wieder. Leise. Aber hat er sich optisch ein bisschen geändert? Er schimmert so grünlich. Hatte der vorher, glaube ich, nicht. Und den Archaeopteryx hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Dann gehe ich da jetzt auch nochmal schnell rein. Gucken wir uns den auch nochmal an. Nein. Ruhe. Ja, den hatten wir, glaube ich, nur mal auf einem Video gesehen. Jetzt sehen wir ihn auch mal im Spiel. Sieht auch echt toll aus. Aber das Dinosauriergebrülle könnte ruhig ein bisschen lauter sein. Also Brachio-Schreien oder so habe ich gar nicht gehört. Oh. Also ein bisschen hört man es. Aber in Jurassic World Evolution 2 ist es noch eine ganze Ecke lauter. Da hört man das wirklich durch den gesamten Park. Und das waren alle 23 Spezies aus dem Early Access Release von Prehistoric Kingdom. Ich bin wirklich mega beeindruckt, wie detailliert die ganzen Dinosaurier und Säugetiere und anderen prähistorischen Lebewesen aussehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Auswahl ist auch schon echt cool. Also damit kann man schon einige Dinosaurierparks bauen. Und mittlerweile fühlen die sich auch echt schon ganz gut lebendig an. Da geht natürlich noch einiges mehr mit mehr Animationen und sowas. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Also finde ich mega, mega cool. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welcher mein Favorit ist, dann wäre ich, glaube ich, bei dem Acrocanto vielleicht. Den finde ich nämlich extrem cool. Er kann auch besonders viel koten, wie man sieht. Ich weiß es aber nicht. Die sind alle sehr cool. Der Argentinosaurus ist doch mega nice. Ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden. Ihr könnt ja mal euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.